Wir sind auch wieder bei einer Runde League of Legends, dieses Mal mit Trundle auf der 3 gegen 3 Map und ich weiß nicht, ich bin jetzt mal Bot, spiele normalerweise immer top, wenn ich den auf der 3er Map spiele. Es ist auch jetzt halt wieder so reingekommen, dass man Jungle spielt, aber ich weiß halt, Jungle im 5er liegt mir nicht, aber jetzt vermutlich, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt einfach mal Double Bot, dann sollten wir wenigstens auf der Botlane stärker sein. Der muss sogar tankige Runen drin haben. Aber wieso? Komisch auf jeden Fall. Wen haben die Java und Team Nocturne? Okay, Timo wird ein bisschen nervig, aber Flash ist schon mal out. Oh Gott. GG. Noch ein bisschen Damage reindrücken. Ja. King of Trolls coming through. Was? Alter. I'm the troll with the plan. Ah, das ist schon weg. GG, Alter. Nee, das ist noch da. Okay, nimmt er auch gleich ein. King of Trolls coming through. Timo fand bei denen am besten, der wo auf der Botlane ist und eigentlich. Was macht man jetzt halt eigentlich noch? Okay, GG. Na, da könnte sogar. Aber Timo kommt nicht. Warum auch immer. Lol. Dummer Idiot, Alter. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße, ich hab gedacht. The Trolls are going to war. Oh, there.
Oh, ah ne, der hat die Wölfe gemacht. I'm not ugly, but they're about to be. Lol. Nee. Sag grad so, als ob mein Pingoris zu leid habt. Ja, lol, wieder Internetprobleme mit. Also Internetprobleme mit den Internetanbietern von Unity Media, also dieses ganze Kabel-W-Zeug und Kabel Deutschland, aber deswegen muss ich jetzt zur Zeit über VPN spielen, deswegen ist mein Ping jetzt halt nur auf 29. Aber das ist komischerweise, das ist in der ARA-Map ist das Ganze normal. Aber wenn sie gefährt wird, kann ich auch nichts mehr machen. Der Flash war es wert. Der Flash war es absolut wert, Timo. Ich versteh's nicht, warum. I'm Troll Judge, Troll Jury, and execute Troll. Hat sie. Nein, ich block mir meinen eigenen Weg, Alter. Ich würde rennen. The Trolls are going to war. They're ruining my good mood. I'll show them frostbite. Die Farm besser, weil unsere Arena zu viel Farm kriegt, dann müsste ich halt. Ah, das läuft schon. Okay. Kaufen wir erstmal noch ein bisschen Armor. Ob ich das riskieren würde, weiß ich nicht, weil alle. Ja. Nein. Ah. Was? Nein, das Tower Dive ich jetzt halt nimmer. I'm Troll Judge, Troll Jury, and execute Troll. Muss ich halt hier ein bisschen mit der Passiv von Trundle zum Vorteil machen. Da man Leben zurückkriegt, wenn nahe gegnerische Einheiten sterben. Ach, den hätte ich so sicher gehabt, das war. Ich hab gedacht, der werde ich schon längst weg. Die hält doch eigentlich nicht so lang. Die W von Nocturne. Die geht doch eigentlich meistens eine Sekunde und ist es vorbei. Obwohl, ich nehme das mal ein. Lol. Tower Dive noch ein bisschen, komm. Good job. Jawohl. Geil.
Komischer Nocturne, so ein bisschen tanky. Warum? Weiß ich nicht genau. Also Spirity Visage kaufe ich mir auf jeden Fall mit dem Randuins auch, weil die ziemlich viele ADs im Gegnerteam haben. Und Spirity Visage kaufe ich mir meistens auch, wenn die nur auch ein AP oder vielleicht auch gar keinen haben, weil einfach durch die Passiv mit dem Lebensraub ist das total geil für Trundle. Oh, ich komme gleich, mach doch mal keine Sorgen. Nee, vom Farm könnte man sie vielleicht auch sogar schon über. Oh, oh, oh. GG, Alter. Halt mal deine Fresse, Alter. Never bash something too many times. Oh, das wird noch ein bisschen kosten, 1400, ja. Ich hasse es einfach, wenn Timo einmal alles vollpflanzt. Und dadurch, dass du diese unsichtbaren Gegenstände. Na gut, es gibt schon noch was, aber. Ja, der halt. Noch die Golems und dann gehe ich Speck und kaufe meine. They're ruining my good mood.
Trolls coming through. I'm not ugly, but they're about to be. Ja, die hat sich das Auge gekauft, das ist gut. Das war jetzt halt ein... Ja, komm, passt. Oh. Okay, 1400 Gold brauche ich nochmal, um mir dieses erste Teil für die Geister sich zu kaufen. Ich kann nochmal nachgucken. 1400, genau. Und dann versuchen wir mal 1800 draus zu machen, dann kann ich mir auch gleich diese Verbesserung für die... Ich gehe, glaube ich, jetzt erstmal so back. I'm Troll Judge, Troll Jury, and execute Troll. Ach, die muss einfach so scheiß schnell. Müsste halt. Nein, na, lol, gerade war... Wow, wow, wow.
Grad hatte ich, also das war mit Sicherheit mindestens 100er Ping. The Trolls are going to war! Oh, they look angry! Wo ist denn der Javan? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Komisch. Oh Gott. An ally has been slain. Oh, they look angry. Gott. The trolls are going to war. Killing spree. Natürlich. Ja, das kann doch nicht sein, dass das immer... Unsere Riffen sind noch nicht da. Schade. Er spielt Nocturne komisch, aber es funktioniert ja. Also, meiner Meinung nach komisch. Kann ich mir gleich die Geistesücht und das hier kaufen. Ja, Riven geht halt stark auf Damage und ich gehe zwar auch auf mein Blade, aber ich bin halt ein bisschen tankiger. Ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt halt mal Timo. Der ist Level 16, der muss jetzt. Ach fuck, jetzt ist er wieder. Jetzt weiß ich vielleicht, ob die. Das Geile ist halt, er haut meinen Kuh drauf, weil durch die Passive. So, die Passiv. This will only hurt a lot. Oh nein, 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 Leute, Leute. Das kann doch nicht sein. Die halten zu wenig aus. Das bringt ja nichts, wenn sie Damage machen oder sofort tot sind. Troll
Mann farmt zwar total scheiße, aber unsere Ari auch. Na gut, ich nehme jetzt zwar viel Farm weg, aber... Ich weiß nicht. Ich habe Riven schon scheiß lang nicht mehr gespielt, aber. Für die Vision. Time to start an I'm not ugly, but they're about to be. Ja, das ist mir auch klar. Die sind halt scheiß tanky. Das ist das Problem. Ich gespielt. Ja, das ist GG, Alter. Ach, heilige Scheiße, Alter, das kann jetzt ein Ernst sein. I'm Troll Judge, Troll Jury, and execute Troll. You can never bash something too many times. I like my human with a bit of spice. Oh, they look angry. Ja, das war wieder ein bisschen. Whoops, did I break something? Ach,
Heilige Scheiße, Alter. Ja, Ari muss halt durch ihr, wie heißt es, Sonjas, ja, wie heißt es hier, Wucklets. Durch das haben wir hier einen Vorteil. King of Trolls coming through. Die fokussen Ari oder und Ari macht ihr Wucklets und wir können währenddessen, weil Timo ja eh meistens wegrennt, weil er nicht so viel aushält, in der Zeit können wir dann gespannt und den Timo zerlegen und die machen ja eh nicht so viel. Das ist nicht dein Ernst, oder? Geht noch was, 10 Sekunden bis, und dann kommt Timo, den können wir auch noch zerlegen, Alter. Komm. Ach, heilige Scheiße, Alter. Egal, YOLO. Was hat denn das für eine Cooldown? Die Cooldown, das hat 60 Sekunden, das hat 90 Sekunden, okay. Holla, aber zwei Items und ich bin voll Item-Bild. Ich weiß nicht, vielleicht sogar kaufen wir noch eine Ägide der Legion. Oder Stärke der Dreieinigkeit, weil das würde dann noch auf die Plus, ne? Ja. Das würde dann noch mehr Damage durch die, zumindest ein bisschen was, durch die Ulti machen. Und sowieso, Trinity Force ist OP. Okay. Und weg. GG. Okay, Pam. Ah, ich komme nicht ran. Entweder der geht back oder wir machen den Inhibitor. Problem ist, wenn wir das echt nicht schnell beenden, dann pilzt der Timo die ganze Base voll und wir wollen finishen und wir rennen erstmal in eine Milliarde Pilze. Das heißt, den Tower müssen wir jetzt halt auf jeden Fall nochmal kriegen oder ihn sogar Tower diven. Jetzt bin ich mir jetzt sicher. Timo ist noch da. Sicher, dass ich da. Ja. Und Pam, Scham. Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal noch auf ein bisschen mehr Damage. Ach, den Tower haben wir gekriegt. Ich habe gedacht.
Okay, wie viel kostet es jetzt noch? 1950. Dann habe ich noch einen Itemplatz frei. Okay, die kommen nicht. Yep, habe ich auch gleich. Dass die das Riesenvieh machen? Jawohl. Oh, das war jetzt Missklick. Das hätte. GG. GG. Okay, das war eine gute. War eine gute Runde. Und ich sage Sie mal wieder bei der nächsten Folge von League of Legends oder was auch immer. Bis dahin. Tschüss.